Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Rachfall. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Videocast auf der himmlischen IT. Mein Name ist Carsten Rachfall und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir das iPhone mit iOS 4.3 an Office 365 und hier speziell Exchange online anbinden. Ich wünsche Ihnen beim Zuschauen viel Spaß. Ja, dann legen wir gleich los. Sie sehen jetzt hier den Screen, den Homescreen von meinem iPhone 4 mit iOS 4.3. So, und da ich hier schon Mail konfiguriert habe, das sieht man daran, dass an dem Mail-Symbol diese 4 ist, kann ich jetzt nicht einfach auf das Mail tippen. Dann würde die Einstellung aufgehen bei einem nicht konfigurierten Mail-Account. Könnte man einfach auf Mail tippen und dann wären Sie in den Einstellungen und könnten weitermachen. Geht jetzt hier nicht. Ich habe schon einen Account konfiguriert und zwar meinen On-Premise Exchange 2010 Account. Das heißt, ich muss jetzt den zweiten Weg nehmen und zwar über Einstellungen. Da tippe ich jetzt mal drauf. Dann gehen die Einstellungen auf. Und jetzt muss ich etwas runterscrollen, damit ich auf den Bereich komme, Mail-Kontakte-Kalender, wo ich drauf tippe. So, und hier sehen wir jetzt unter Accounts einen Account konfiguriert, Exchange Rachfall, wie gesagt, unser On-Premise-Account. Und ich möchte jetzt einen weiteren Account hinzufügen. Dort tippe ich drauf, Account hinzufügen. Und jetzt kriege ich eine Auswahl. Was für eine Art von Account ist das? Jetzt muss man wissen, beim Office 365 heißt der Mailpart Exchange Online. Da ist schon der Name Exchange drin. Hierhinter verbergen sich richtige Exchange-Server in der Cloud. Und zwar 2010er-Version, also das Neueste, was momentan verfügbar ist. Wir sind jetzt im Jahre 2011. Da ist es der Exchange 2010. Und das iPhone hat eingebaut das Exchange Active Sync Protokoll von Microsoft. Das hat Apple lizenziert. Das ist sehr reichhaltig. Damit können die Geräte sehr gut die Informationen austauschen, Kalender, Push-Notifikationen, Kontakte und so weiter. Deswegen müssen wir jetzt natürlich den obersten Punkt auswählen, Microsoft Exchange. Dort tippe ich drauf. Und jetzt fragt das System uns einige Dinge ab. Jetzt muss ich mich mal einen kleinen Moment konzentrieren aufs Tippen. Denn das ist nicht so einfach zu tippen und zu reden. So, ich habe jetzt hier meine E-Mail-Adresse eingegeben, c.rachfall@himmlischeit.de. Jetzt mache ich einen Trick, die kopiere ich mir, weil die brauche ich nämlich nochmal. Und zwar hier unter Benutzername füge ich die jetzt ein. Bei Benutzername, das ist der Name, mit dem Sie sich beim Office 365 anmelden. Der ist in der Regel bei vielen auch gleichzeitig die E-Mail-Adresse, muss es aber nicht. Man kann zum Beispiel auch mehrere Mail-Konten konfigurieren zu einem Benutzer. Oder halt der Benutzername ist ein anderer wie das Mail-Konto. Ja? Hier ist es aber der gleiche. Jetzt muss ich noch ein Passwort eingeben. Und wichtig ist, bei Domäne tragen Sie bitte nichts ein. Das wäre jetzt der Fall, wenn wir mit einem On-Premise-Exchange-Server verbinden, der sich in einer ADS verbirgt, dann müssten wir unter Domäne das eintragen. So, und jetzt gebe ich ihm noch hier einen Namen, damit ich die Mail-Konten unterscheiden kann. Ich habe ja schon eins konfiguriert. Das sehen wir dann gleich, wofür das sinnvoll ist. Ich sage einfach mal Office 365 himmlische IT. Sieht für mich gut aus. Und jetzt gehe ich auf Weiter. Jetzt werden diese Daten überprüft, indem halt jetzt das iPhone über das Exchange Active Sync Kontakt aufnimmt mit den Online-Services oder momentan genauer mit der himmlischen IT.de, mit den Name-Services. Und da stellt es fest, hier ist ein Auto-Discover konfiguriert. Deswegen kann es selbstständig den Mail-Server eintragen. Hier unter Server sieht man jetzt pod51007.outlook.com. Das wurde automatisch ausgelesen. Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, dann tragen Sie hier bitte anstatt dem Pod 51007 einfach m.outlook.com ein. Wenn das bei nicht dieser Name automatisch eingetragen ist, heißt es nicht, dass das nicht funktioniert, sondern dann ist die Domäne, mit der Sie verbinden, nicht so konfiguriert, dass das Autodiscover hinterlegt ist. Wie man diese Domäne richtig konfiguriert, da habe ich einen anderen Videocast zu gemacht, da verweise ich gleich nochmal drauf. So, wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Ich tippe jetzt hier auf Weiter und jetzt werden nochmal die Daten überprüft und die Kommunikation kommt zustande, weil er fragt mich, was will ich denn synchronisieren? Mail, Kontakte, Kalender, alles oder nur die Mail oder nur die Kontakte? Ich möchte in diesem Fall alles synchronisieren, deswegen tippe ich auf Sichern.
So, und jetzt sind wir wieder unter Accounts in Einstellungen, unter Mail-Kontakte, Kalender. Wir sehen jetzt hier zwei Accounts. Ich tippe jetzt auf den Home-Button, weil wir wollen jetzt in die Mail-Anwendung reingehen. Da tippe ich jetzt drauf unten auf Mail. Und ich sehe jetzt hier meinen normalen Account. Da gehe ich mal raus auf Postfächer. Da sehe ich jetzt meine Postfächer. Und jetzt gehe ich nochmal einen höher unter, jetzt bin ich wirklich unter Postfächer, unter Posteingänge oder Accounts. Da sehen wir jetzt im oberen Bereich alle. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, eine Inbox zu haben, wo alle Mails drin sind aus all meinen Accounts. Da wechselt er jetzt auch drauf, das möchte ich eigentlich nicht. Sondern ich möchte jetzt explizit in den Office 365 himmlische IT gehen. Das mache ich, indem ich einfach da drauf tippe. Und jetzt sehen wir hier, dass ich drei Mails habe. So, bei dem iPhone ist es so, das zeigt mir jetzt nur die letzten drei Tage an. Und das wollen wir jetzt nochmal umkonfigurieren, indem wir nochmal auf die Einstellungen gehen. Ich gehe nochmal auf das Office 365 himmlische IT. Und hier unten im Bereich Mail synchronisieren gehen wir von drei Tage auf einen Monat. Hier geht es einfach nur darum, wie viele Daten werden auf dem iPhone gespeichert. So, wenn wir jetzt hier nochmal in den Eingang gehen von dem Office 365 himmlischer IT-Account, sehen wir unten noch eine Mail von Nils Kappen. Da ist dieser blaue Punkt davor, das heißt, die ist ungelesen. Um das auch noch kurz zu erklären, dieser Pfeil, den man da drüber sieht über den zwei Mails, das heißt, darauf habe ich geantwortet. Und die oberste Mail, die habe ich gelesen, aber da habe ich nichts mitgemacht. Jetzt tippen wir einfach mal auf die oberste Mail drauf, weil ich hatte ja gesagt, ich wollte noch auf die Domäne eingehen. Und jetzt sehen wir hier die Mail, mit wo diese Domäne drin ist, hier. Hier ist nämlich jetzt ein Link auf den Videocast, wo ich eine Office 365 Domäne konfiguriere. Und zwar Ihre Domäne, wie Sie die an Office 365 übergeben und dann nutzen können. Wenn ich jetzt da drauf tippe, geht die himmlische IT auf. Das ist ja unsere Website, wo wir uns mit dem Thema Office 365 und den Microsoft Online Services beschäftigen. Und hier sieht man jetzt, dass da ein Video-Play-Button drin ist. Hier, wenn ich da jetzt drauf tippe, dann kommen wir auf unsere Medienseite, die jetzt nachgeladen wird. Das ist die it-cast.de und da findet man ganz viele Videos zu verschiedenen Themen. So, der Clou ist jetzt, wir haben das schon so umgesetzt, dass Sie das auch auf dem iPhone angucken können, nämlich indem wir HTML5-Player da drin haben. Und Sie hören es, es spielt das Video an. Ich stoppe das mal eben. Und in diesem Video erkläre ich dann, wie Sie Office 365 Ihre Domäne übergeben, so wie wir das hier mit der himmlischen-it.de getan haben, damit Sie mit dieser Domäne Mails empfangen können und auch senden können. Ganz nett anzuschauen. Gut, ich gehe mal auf Fertig. Ja, komme nochmal zurück auf die himmlische IT. Wenn Sie jetzt dieses Video nicht bei uns gefunden haben auf der himmlischen IT, sondern vielleicht bei YouTube oder einem anderen Video-Host, wo wir die liegen haben, kommen Sie einfach mal zu uns auf die himmlische IT. Dort finden Sie weitere Videocasts rund um die Microsoft Online Services, aber auch natürlich Blogposts. Wir machen auch Video-Interviews mit interessanten Leuten zu diesen Themen und wir haben auch einen eigenen Podcast, wo wir dann über diese Themen einfach sprechen, was gerade so in dem Umfeld interessant ist. Genug Eigenwerbung. Ich würde sagen, das soll es jetzt gewesen sein. Mir hat das Spaß gemacht, Ihnen das zu demonstrieren. Ich hoffe, Sie haben sich das auch gerne angeschaut. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder in einem Videocast von uns. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.